Willkommen zurück. Und zwar die erste K.O.-Runde. Hinspielen. Los geht's. Mal hier irgendwas ändern. Strategie. Dann wollen wir gleich beginnen. Moment, kann ich irgendwas ändern? Ja, machen wir mal so. Los jetzt. Nach dem Winterschlaf kommt die Champions League jetzt umso temperamentvoller zurück. Zeit für die großen Stars und Dramen der K.O.-Runde mit den so wichtigen Auswärtstoren. Das ist das Schöne an diesem Wettbewerb. Ein echter Straßenfeger auf Endspielniveau mit zwei großen Vereinen. Und wir stehen gerade einmal vor der ersten K.O.-Runde. Ja, habe ich den Verlierer erwartet, ey. Oh, fangen wir an. Ab geht's. Eine Standardfrage an unseren Experten. Wer ist deiner Ansicht nach der wichtigste Spieler hier? Ich glaube, heute wird es zu einer Dominanz der Defensive auf beiden Seiten. Was machst du denn, ey? Diese Dominanz steht kaum einer so wie Thiago Silva. Für mich der moderne Verteidiger schlechthin. Ich bin da voll und ganz deiner Meinung. Da na, komm nach oben. Alleine. Den muss er machen. Das ist die Chance. Oh, da war der Torwart schon geschlagen. Hier ist Ribéry. Oh, scheiße. Da kann er froh sein, dass er den noch bekommen hat. Oh, shit, ey. Maxwell. Oh, die wilde Sau, ey. Oh, wo stehst du, Alter, da unten? Der ist schön durchgekommen. Oh, ey. Guter Einsatz. Sowas sieht man immer gerne. Der Herr hier. Ribéry. Guckt sich um. Welche Optionen gibt's für ihn? Versucht die Gasse zu finden. Tor für den FC Bayern München. Geht doch, Alter. So, das Ergebnis öffnet seine Tore. Der war richtig geil. So eine Einladung möchte ich auch mal gerne bekommen. Robin, völlig frei im gegnerischen 16-Meter-Raum. Und wenn man ihm diese Gelegenheit gibt, dann nutzt er sie auch. So wie in dieser Situation. Keine Chance gehabt, ey. Schöneren gepfeffert, Alter. Bäm, Alter. So muss es sein. Das erste Tor ist gefallen. Es steht 1-0. So kennt man ihn. Das war ein klares Foul. Ja, ja, na klar. Thiago Motta. Vorwärts hier. Gut unterbunden, den Ballvortrag. Sie haben den Fehler des Gegners erzwungen, bevor es überhaupt brenzlig werden konnte. Lewandowski macht das Spiel gut breit. Wo schießt du denn hin, ey? Cavani. Noch 15 Minuten in der ersten Hälfte. Boah. Ach, scheiße. Hier ist Lewandowski. Da kriegt er den ja, Ball. Komm. Sprintet er mit dem Ball nach vorne. Yes, Alter.
für ein Fußballspiel. Aus dieser Entfernung vor dem Tor, ganz allein, da konnte er nicht mehr vorbeischießen. Richtig, ich kann mir vorstellen, der Trainer wird wahnsinnig. Da arbeitest du die ganze Woche natürlich auch an deiner Defensive. Und dann steht der Gegenspieler so frei vor dem Kasten. Richtig geil. Hammer. So, 2-0 jetzt also. Das ist ein komfortabler Vorsprung. Eigentlich müsste das reichen, um am Ende den Sieg einzufahren. Aber die Betonung liegt auf eigentlich. Robben. Boah, komm. Boah. Macht er den? Ja, shit. Abseitsentscheidung gegen Thiago. Das war knapp, aber es war abseits. Schuss, ja, der ist drin. Also wenn die nicht aufpassen, gibt das hier einen richtigen Streifen. Wie geil ist denn das, ey? Pfeift zur Halbzeit. Drei Tore sind gefallen bis hierhin. Es steht 3-0. Ja, das packen wir locker, ey. Der Anstoß für den zweiten Abschnitt. Na. Hier ist Ibrahimovic. Thiago Motta. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Thiago. Thiago. Robben. Komm, schöne Flanke, Alter. Er hat ihn auf dem Fuß. Ah, verdammt. Hier. Wieder mal richtig gut verteidigt. Mensch, ey. Hier ist Ibrahimovic. Cavani. Da stehen sie wirklich stabil. Guter Lauf mit dem Ball. Können sie was draus machen? Na klar. Robben. Thiago Silva. Dabei. Hier ist Cavani. Absolut keine Chance, diesen Riegel zu knacken. Gut abgelaufen. Es rennt Ding, Alter. Gebannt. Und drin ist er. Und jetzt nehmen sie die richtig auseinander. Gut, wie gewonnen, ey. Besser kann man den wohl nicht treffen. So einen kann kein Normalsterblicher halten. Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist, dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat. Der Hattrick ist perfekt. Er ist heute der Schrecken der Abwehr. Sie finden gegen ihn kein Gegenmittel, schon zum dritten Mal nicht. Jetzt gibt's einen richtig schönen Streifen hier.
Komm hier. Matt für die. Sauber verteidigt. Lewandowski. Der FC Bayern München hat heute noch gar keinen Spieler von der Bank gebracht. Maxwell. Ab in die Spitze. Absolut keine Chance, diesen Riegel zu knacken. Cavani. Weit nach vorn gespielt. Ey, was macht ihr denn? Paris Saint-Germain hat hier in letzter Sekunde das Schlimmste verhindert. Da stehen sie wirklich stabil. Robben! Das ist einer zum Aufwärmen. Da sieht man mal wieder, wie konterstark diese Truppe ist. Und mit etwas Glück hätten sie das Tor auch gemacht. Gut gekontert, nicht gut genug abgeschlossen. Es fehlt nicht viel. Und hier, verdammt. Das Konto wäre weiter angewachsen. Und spätestens jetzt weiß die Hintermannschaft, wenn du einen wie ihn nur Sekunden aus dem Auge lässt, dann folgt die Strafe auf dem Fuß. Ich weiß, dass er nur ungern den Kürzeren zieht. Aber hier muss er sich eingestehen, dass ihm sein Gegenspieler den Schneid abgekauft hat. Und der kommt durch. Er hat gepfiffen. Wahrscheinlich abseits. Ja. Sieht so aus, als ob sich da ein Wechsel anbahnen würde. Jedenfalls steht ein Spieler an der Seitenlinie bereit. Oh Mann. Er zieht in Richtung Tor. Ja. Und er verzieht. Das wäre schön mal. Hier ist Ibrahimovic. Komm, Ina geht noch. Ibrahimovic. Da geht er durch. Hier ist Cavani. Durch die Abwehr. Boah, geil. Der Schlusspfiff ertönt. Es war ein riesiger Schritt in Richtung Viertelfinale. Der schwierigste Teil der Aufgabe ist damit erledigt. Sie haben den Sieg eingefahren. Sie haben knapp gewonnen. Und das, weil sie wirklich vor allem durch die Mitte brillant gespielt haben. Ja, wir haben knapp gewonnen. Alles klar. Da haben wir dicke gewonnen, Alter. Oh, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Haut da rein, bis dann.